So, 2. Dezember, herzlich willkommen zurück und auf zum Atem. Nee, okay. Noch mit keiner neuen Geschichte. Mr. Nash, ich bin aus Freiburg zurück. Meine Eltern waren froh über meinen Besuch und wir sind sogar zusammen zum Grab meines Bruders gegangen und haben alles aufgeräumt. Danke, dass Sie mich haben gehen lassen. Familie steht immer an erster Stelle, wissen Sie. Oh, und ich hätte es beinahe vergessen. Die Zeitungen aus Freiburg liegen schon auf Ihrem Schreibtisch. Aber wozu brauchen Sie die? Da steht nichts Sinnvolles drin, nur Müll. Das, jawohl, wird sich noch zeigen. Leiter des Hafenlagerhauses erinnert sich, unter Hypnose, wer 2 Millionen erpresste. Jack Boyd. Wir haben 2 Millionen Dollar erpresst. Spezialist für Physiognomie. Jack Boyd hat das typische Gesicht eines Kriminellen, okay? Tonkrug von Tisala in Museumsbrand verloren. Von Jack Boyd gestohlen? Warum wird immer noch über uns berichtet? Ich meine, es ist nun echt schon lange her, dass wir aus der Stadt geflohen sind. Ja, Belmont, alles gut. Mizuka auch, okay. Ja, jetzt wird es ein bisschen viel. Birch, der Dritte, ist wieder fit. Aronovich ist wieder fit. Und Fletcher ist wieder fit. So, damit sind wir dann noch zu sechs. Naja. Better than nothing. So, Birch, den Dritten würde ich eigentlich voll gerne in die Ermittlungen schicken. Da. Naja, gut. Babam, Birch, der Dritte. Wir gucken mal ganz kurz rein. Habe ich irgendjemanden auf. Ach ja, genau, der Kapuzentyp war's. Eindeutig. Hatte ich ja von Anfang an schon gesagt, dass der Kapuzentyp sein muss. So, dann können wir hoffentlich mal die beiden Fälle, also den zweiten Fall dann auch noch abschließen. So, Totenhaus. Oh, schon wieder der Typ. Ach so, wir müssen einfach die Sachen besorgen. Gut, okay, wir gucken mal. 524 in progress. Code Eye. Ein älterer Patient, Michael Sandman, wurde mit einem Kissen im Krankenhausbett erstickt. Percy fährt hin, ich hoffe, er überlebt. Und gewaltsame Auseinandersetzung. Ein betrunkener Arbeiter kämpft am Zugangstor mit einem Wachmann, weil er von der Arbeit verbannt wurde. Mist. Dann so. Mr. Nash, schön Sie zu sehen. Woolbeck. Eigentlich habe ich die Woche noch frei, aber als ich gehört habe, dass wir endlich wieder einen echten Mann auf der Wache haben, habe ich mich entschieden, so schnell wie möglich zurück zur Arbeit zu kommen. Sie werden über meine Fähigkeiten staunen. Ich kann einen Kriminellen aus Meilenentfernung erschnüffeln. 565 in progress. Okay, wir kriegen einen neuen Kollegen. Sehr schön. Er sieht aus wie ein Amish. Drogeneinnahme. Ein paar Nachbarn haben sich über einen Mann beklagt, der gebrauchte Spritzen direkt aus dem Fenster seines Wohnwagens wirft. Ja, und Kinder, Sie müssen sich darum kümmern. Okay. Schicken wir mal euch beide hin. Und wir gucken mal. Kaufen. Hier. Ah, ich muss mir mal ganz kurz aufschreiben. Ich glaube, also Kaffee war es auf jeden Fall. Die anderen beiden Sachen habe ich vergessen. Winternächte von Howard Kim. Mr. Nash. Sie sind neu in der Stadt und ich weiß nicht, ob Sie vertrauenswürdig sind. Aber wenn ich zu dieser Frau mit dem Sheriff-Stern gehen würde, wäre ich ziemlich sicher am Arsch. Wir wissen schließlich alle, wie sie da dran gekommen ist, oder? Egal, hören Sie zu. In dem Gemeinschaftshaus, wo ich als Bademeister arbeite, haben sich ein paar Flüchtlinge aus dem Gefängnis eingenistet. Sie geben sich als Bauinvestoren aus, aber letzte Nacht habe ich aufgeschnappt, wie sie darüber geredet haben, aus dem Ripton-Gefängnis ausgebrochen zu sein. Außerdem, wie sie aus einem Second-Hand-Laden ausgeraubt haben. Wie sie einen Second-Hand-Händler ausgeraubt haben und jetzt darauf warten, dass ihnen ihre Kumpel über die Grenze helfen werden. Das war alles nicht so schlimm, aber dann hat mich einer von ihnen bemerkt. Und, um es kurz zu machen, sie haben mich erwischt und so heftig zusammengeschlagen, dass ich jetzt immer noch blute. Als sie weggegangen sind, haben sie noch gesagt, dass sie mich noch schlimmer zurichten würden, wenn ich jemandem davon erzählen würde. Ich habe auch mitgekriegt, dass sie 5 Tage lang untertauchen wollen, bis ihre Flucht nicht mehr in den Nachrichten ist. Hören Sie zu, ich kann nicht zurück auf die Arbeit. In diesem Zustand? Auf keinen Fall. Außerdem habe ich Angst, dass sie Wort halten und mich in meinem eigenen Blut umbringen werden. Okay. Was ist das denn? In der Regel werden sie mehrere Tage für die Vorbereitung eines Angriffs haben. Um den Einsatz sorgfältig zu planen, werden sie alle verfügbaren Informationen sammeln und die jeweils richtigen Polizisten für die Aufgaben einteilen. Das erinnert mich stark an den allerletzten Fall im ersten Teil. Da mussten wir auch so einen riesen Einsatz planen. Allerdings konnten wir den damals nicht selber spielen, sondern der wurde automatisch dann umgesetzt. Und entweder hat er geklappt oder nicht.
Bei mir hat es, glaube ich, beim zweiten erst geklappt. So, Ziele. Den Schlüssel für den Hintereingang besorgen und den Manager vor dem Zugriff warnen. Alle erhältlichen Informationen sammeln, Einsatzteam ausrüsten und zuteilen. Informationen sammeln? Hier können Sie alle für den Angriff nötigen Informationen sammeln. Donald Ruffin, Wachmann. Ich kann Ihnen sagen, wie man das Tor im Zaun öffnen kann. Ich wäre beinahe mal in die Sauna geschlichen. Ich weiß genau, wie Sie den Haupteingang blockieren können. Okay, wie kann man es öffnen? 500. Wir haben einen stabilen Zaun rings um unsere Sauna aufgebaut und während die Anlage in Betrieb ist, ist das Tor immer von innen verschlossen. Um daran vorbeizukommen, brauchen Sie hier jemanden kräftigen, der über den Zaun klettert und das Tor von innen öffnet. So, die Prostituierte. Ich habe die Leute da ein paar Mal besucht und wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Wenn Sie auf jemanden warten, lassen Sie das Tor im Zaun offen. Aber die Türen in der Sauna selber sind dann auch immer offen, damit sich niemand ungesehen reinschleichen kann. Ich wollte Sie mal überraschen und habe versucht, durch ein Fenster reinzuklettern. Aber es war verschlossen. Ich habe es irgendwann aufgekriegt, aber bis da hatte ich so viel Krach gemacht, dass die Überraschung Geschichte war. Genau wie mein Trinkgeld. Aber wenn man das Fenster unbemerkt aufkriegt, dann könnte man die Jungs überrumpeln. So, wie man den Haupteingang blockiert. Selbst wenn man den Feind vorher betäuben und verwirren kann, es ist eine Dummheit, durch ein einzelnes Loch in die Hölle zu kriechen. Betäuben Sie sie und sichern Sie dann direkt den Haupteingang. Sie werden jemanden mit einer lauten, starken Stimme brauchen, der alles unter Kontrolle bringt. Ansonsten beschließen die Bastarde vielleicht, dass sie lieber kämpfend untergehen. Okay, fertig. Dann machen wir hier auch nochmal. Ich sage Ihnen, was in der Küche vor sich geht. Diese Kerle kommen immer wieder in die Küche. Wir sagen ihnen, sie sollen draußen bleiben, aber sie ignorieren uns. Sie kommen rein, um was zu bestellen, probieren die Würstchen oder motzen über unser Essen. Sie sind echt fix, aber ich bin auch schnell und ich schaffe es immer, in ihre Suppe zu spucken. Was sollte mir das sagen? Überhaupt gar nichts. Ich sehe alles, was am Eingang passiert. Ich sitze normalerweise am Empfang und spiele Karten, aber als die Typen auftauchten, wurde es hier ungemütlich. Einer von denen schiebt rund um die Uhr Wache am Eingang und ruft immer was zu seinen Freunden rüber, wenn es auch nur raschelt. Okay, und Lolita Schrader. Ich weiß, wo sich einer der Kriminellen die meiste Zeit aufhält. Die meisten aus der Gruppe haben sich überall in der Anlage verteilt, aber einer bleibt eigentlich immer in seinem Raum und liest Zeitschriften und sagt, dass ihn niemand stören soll. Ich weiß nicht, was er da genau liest, aber die Tür ist immer abgeschlossen. Ich kann nicht einmal rein, um den Raum sauber zu machen. Okay. Ja. Gut, haben wir jetzt mal Unsummen an Geld ausgegeben. Wir müssen uns den Schlüssel für die Hintertür besorgen. Kann ich da meinen... Nee, kann ich nicht. Für die Hintertür besorgen und den Sicherheitsmann, der in der Nähe Wache steht, sowie alle anderen Angestellten abberufen. Der Manager hat die Schlüssel, aber sie müssen abends bei ihm zu Hause abgeholt werden und nicht auf der Arbeit, damit die Kriminellen die Polizisten nicht bemerken. Der Manager wird uns Schlüssel überlassen und seine Angestellten in der Anlage sagen, dass sie am Abend des Zuges früher nach Hause gehen sollen. Okay, dann holen wir uns mal die Schlüssel. 563 in progress. 563 in progress. Können wir nicht machen und ich wollte mir das durchlesen. So, wir benötigen Kokain. Wir benötigen Kaffee und Paprika. Okay. Ach, schön, dass wir wieder Geld ausgeben müssen. Aber erstmal zu einem Fall. Drogeneinnahme. Die Fenster und Türen des großen schwarzen Wohnwagens sind festgeschlossen und im Inneren wummert laute Musik. In der Nähe liegen benutzte Spritzen. Wir knacken mal das Schloss Heimlichkeit. Kann keiner. Boah, wir rammen das Ding mit dem Streifenwagen. Komm. 565 complete. Jawohl. Beamter verletzt. Was? Okay, war erfolgreich, aber Titus hat sich dabei leicht verletzt. Heroin, schade, ist nicht Kokain. Titus. Mach mal verhandeln. Ja, schade, Titus hat sich leider verletzt bei dem Eingriff. So, gewaltsame Auseinandersetzung. Der Betrunkene aber nimmt eine Boxerhaltung ein und ruft, komm schon, Kleiner, ich werde dir einen Stich wie eine Biene verpassen. Eine Linkshänder-Boxerstellung einnehmen. Eine Rechtshänderboxer. Okay, ja. Okay, muss ich jetzt wissen, welche...
Rechtshänder. Dann bist du also Linkshänder, genau wie ich. Was? Ach so, ja. Der Arbeiter wirkt begeistert. Das wird sogar besser als gedacht. Er senkt den Kopf und stürmt voran. Linken Haken. Linker Haken. 524, complete. Der Polizist trifft den Arbeiter am Kinn oder am Kiefer und schlägt ihn bewusstlos. Flower Pots sei Dank. Gute Frau, Murmeltierbier. Und sie kriegt wieder was dazu. Die ist richtig gut hier, Vanessa Flower Pots. Dann machen wir Heimlichkeit noch ein bisschen. Und okay, gut, den Fall werden wir leider nicht in Angriff nehmen können. Nee. So, dann haben wir noch Davis Tricks Jameson. Ach nee, Davis Tricks Jameson Hill. Okay, wir machen erstmal eins nach dem anderen. Gut, wir machen erstmal eins nach dem anderen. Erstmal bewaffneter Raub, Täter sind kommen. Schade. Verletzung. Okay, ein Tag. Ich habe mir die Adresse besorgt und 10 Minuten lang an der Tür gehämmert. Aber niemand ging ran. Oder dran. Ja, klasse. 524 in progress. Richter Trent hat das Urteil im Fall Das Geheimnis des rosa Kaugummis verkündet. Die angeklagte Person, Tommy Moore, wurde für schuldig befunden. Ermittlung abgeschlossen. Alle plus 50. Sehr schön. So. Bam. Machen wir ihn noch ein bisschen zum Verhandler. Virgil Birch, du schießt mal bitte. Benedict Belmont. Ein bisschen Heimlichkeit. John Elmer. Mr. Nash, Sie haben die Ermittlung sogar schneller als erwartet abgeschlossen. Ha, echt? Der Kriminelle kann im Gefängnis versauern, während meine Familie ruhig schläft. Und Ihre Beamten werden sich die Hintern nicht im Klohäuschen abfrieren müssen. Meine Leute installieren bereits die neuen Toiletten. Morgen schon wird jeder Polizist ein brandneues Klo im Haus haben. Und endlich werden Sie alle Ihr Geschäft komfortabel im Warmen erledigen können. Sehr schön, vielen Dank. So, kaufen. Kaffee und Paprika. Ja gut, Kaffee wird Kaffee sein wahrscheinlich. Okay. Rafa. Kokain. Kaufen. Und verkaufen Heroin. Da. Murmeltierbier. Ja, Zigaretten, egal. So, damit können wir nämlich diesen Sachverhalt hier erstmal klären. Das hier gewaltsam als Vernennung. So, ein Passant berichtet, dass ein Fotograf sich mit einem Arzt streitet. Ich glaube, die machen ein Fotoshooting. Die streiten sich nicht, die machen nur ein Fotoshooting. Brauchen wir keine hinschicken, alles gut. So, was ist hier eigentlich der Grund? Ja, ich fahre abends zu dem. Ach, da stand es, glaube ich, am letzten Satz, ne? Nee. Aber wir fahren mal abends zu dem Typen. Quasi so nach Feierabend oder Mitternachts. So, Totenhaus. Mr. Nash, ich habe die Sachen zu Ihrem Chemikerfreund gebracht. Sie hätten sehen sollen, wie dessen Augen aufgeleuchtet haben. Er hat gesagt, dass Sie jetzt Zugang zu unbegrenzten Mengen an Wahrheitsdrogen haben. Wessen Zunge wollen Sie denn lösen? Sie haben Diesel erhalten. Und 720 Dollar. 536 in progress. Okay, so. Wie gesagt, das ist ein falscher Alarm. Die machen Fotoshooting. Upsala, Entschuldigung. Da ist jemand gestorben. Gut, okay, machen wir das erstmal. Jameson Hill. Ich bin ein ehemaliger Major in Ehren im Ruhestand. Als die Militärbasis in Sharpwood geschlossen wurde, konnte ich eine Kiste mit Testproben für alle möglichen Armee-Ausrüstungsgegenstände mitnehmen. Da sind ein paar Abhörausrüstungen drin, die sicher für Ihre Arbeit nützlich sein könnten. Ich kann Ihnen auch ein am Körper tragbares Mikrofon geben, aber erst müssen Sie mir helfen. Hier ist die Lage. Meine Frau hat mich aus dem Haus geworfen, weil ich angeblich zu viel trinke. Aber was soll ich denn sonst im Ruhestand machen? Also, sie hat mich rausgeworfen und hat angefangen, jüngere Männer vorbeizubringen. Ich habe sogar herausgefunden, dass unser Versicherungsvertreter dabei war, Mick Schlipsy. Der ist gerade mal in seinen 30ern. Und jetzt, was ich gerne hätte. Schicken Sie einen jüngeren Polizisten zu meiner Frau und stecken Sie ihm ein Abhörmikrofon an. Da sie sich ja als so eine Schlampe herausgestellt hat, sollte Ihr Mann sie problemlos verführen können und dann zeichnen wir alles auf. Ich werde das vor Gericht als Beweismaterial nutzen und mich vor dem Miststück scheiden lassen. Und dann kriegt sie keinen Cent mehr von meiner Armeepension. Junger Mann, Woolbeck, wa?
schön arme Jungen mal vorbeigeschickt. Und ihr drei geht mal zur Tierquälerei. Ein Betrunkener hat seinen Dackel mitgebracht und verlangt, dass er geschlachtet und zur Pastete verarbeitet wird. Das Tier jault und zerrt an seiner Leine, an der man reagiert, indem er nach ihm tritt. Arschloch. Müssen wir gleich mal einen Scharfschützen mitschicken. So, Flowerpots werde ich so gegen, naja, vielleicht 22 Uhr mal hinschicken. Obwohl, die braucht ja auch ein bisschen, ne? So, neue Aufträge kommen gerade nicht. Ein Betrunkener tritt auf die Pfote des Hundes und schreit den Koch an. Mach irgendeine Pastete draus, ich bin nicht wählerisch. Du könntest auch Würstchen draus machen. Der Grund bleibt der gleiche. Die Töle konnte nicht mal lernen, wo man sie, wo sie hinmachen soll. Ja, hauen wir im Haltegriff. Ja, stärker Elektroschocker. Wir hauen ihm einfach mal einen Schlagschock auf den Schädel. Der Dackel versucht, seinen Besitzer zu beschützen und verbeißt sich in den Schlagstock. Oh, ein Glück haben wir den nicht mit dem Elektroschock angegriffen. Oh, ich weiß. Ja, ey, wir... Der Polizist sticht den Dackel groß in seinen Bauch und das Tier stirbt praktisch sofort. Währenddessen rennt sein Besitzer aus der Bäckerei. Scheiße, Alter, was wir hier alles verbraten müssen. So, Taser. Der Polizist betäubt den Täter mit dem Taser. Heute wird er seinen Hund nicht mehr essen. Auch wenn er das vielleicht im Gefängnisessen bevorzugt hätte. Ja, auf jeden Fall war ordentlich an Ausrüstungsgegenständen verbraucht. Ich habe all die richtigen Dinge gesagt, aber die Lady hat einfach nicht mitgespielt. Was für eine Enttäuschung. Die muss doppelt so alt wie ich sein. Ich hätte nicht gedacht, dass sie einen so jung und gut aussehenden Kerl wie mich verschmähen würde. Naja, ihr Mann war ja auch nicht zufrieden. Er sagt, er würde uns die Ausrüstung nicht geben, bis wir wasserdichte Beweise haben. Ah, ich brauche wahrscheinlich einen, der verhandeln kann, wa? Hier, Fletcher wird als nächstes hingeschickt. Wenn er gleich wieder da ist. Der ist jung und kann verhandeln. Hulbeck kann wahrscheinlich nicht verhandeln, ja. Verdachtsmoment. Es gibt in der Stadt Gerüchte um drei fremde Männer, die vor kurzem in der Bar gesehen wurden. Sie waren offensichtlich nicht aus der Gegend. Sie waren bewaffnet und gekleidet wie Spezialagenten oder Spione. Sie haben sich still umgeschaut, Notizen gemacht und sind an die Bar gegangen. Allerdings haben sie nichts getrunken. Ich frage mich, warum sie nach Sharpwood gekommen sind. Vielleicht weil zwei ihrer Kollegen einfach mal komplett erschossen wurden auf offener Straße? Mr. Nash, alles erledigt, hier sind die Schlüssel. Die Angestellten in der Winternächteanlage werden am Abend des Zugriffs für früher Feierabend machen. Sehr schön, Einsatzteam ausrüsten. Und zuteilen. Das machen wir dann mal demnächst. Erst machen wir noch hier Avernus Kennyan, Rosemary Krankenhaus. Mr. Nash, ich brauche Ihre Hilfe. Ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Meine Frau hat Krebs, aber die normalen Behandlungen helfen nicht mehr. Ich habe in einem medizinischen Magazin von einer neuen Methode gelesen. Gelesen, bei der Goldstaub verwendet wird. Ich habe alle nötigen Geräte für die Anwendung, nur das Material fehlt. Wenn sie mir wenigstens einen Goldbarren besorgen könnten, könnte das meiner Frau das Leben retten. Ich würde ihnen das niemals vergessen und solange sie in der Polizei dienen, kann ich mich um alle verletzten Polizisten kümmern. In jeder Bedeutung des Wortes. Ich weiß, dass es ihnen manchmal lieber wäre, wenn jemand sich nicht mehr erholt. Ach du Scheiße, ernsthaft? Okay. So, wir haben neue Bilder. Sehr gut. Mal gucken, ob wir eine Geschichte zusammenkriegen. Oder warten wir noch einen Tag? Nee, wir haben gerade Zeit. So, das Geheimnis der schwarzen Kiste. Archivtür. Die Tür wurde nicht mit einem Schlüssel, aber auch nicht mit hoher Gewalt geöffnet. Ein paar hölzerne Splitter wurden im Schloss gefunden. So, der Mann mit Kapuzenmütze öffnet die Tür mit seinem Holzstab. Zack. Archivbüro. In dem Raum herrscht Chaos. Eine Kiste voller alter Akten wurde auf dem Boden verstreut und daneben liegen Dutzende Unterlagen von männlichen Angeklagten und der schwarze Deckel der gestohlenen Kiste. Der... Ich muss niesen. Der Deckel ist gelb. Ach, deswegen ist es der falsche Deckel. Susan Morabito, Stenografin. Wir halten hier strikte Öffnungszeiten ein, aber ich helfe den Leuten eigentlich immer, weil Angestellte beim Gericht jederzeit für die Gerechtigkeit einstehen müssen. Einmal gab es hier einen Fall, wo Markus
Reapers Katze eingeschläfert werden sollte, weil sie immer auf das Gelände vom Nachbarn gegangen ist und dort die Eichhörnchen getötet hat. Ich habe darüber nachgedacht und das alles im Kopf gelöst. Am Ende habe ich bewiesen, dass die Katze zu fett war, um der Täter sein zu können. Und es tatsächlich ein alter Einsiedler war, der am Ende der Straße wohnte. Was? Können Sie sich das vorstellen? Willst du bei mir anfangen? Ich helfe jedem gerne, aber leider geht das nicht immer so gut aus. Vor ein paar Tagen kam hier ein Mann rein, ein nett aussehender Mönch oder vielleicht Hexendoktor. Er trug einen Kapuzenpulli, sag ich ja, unter seiner Lammfelljacke. Er sei auf einer heiligen Mission und helfe kürzlich entlassenen weiblichen Verbrechern in ein normales Leben zurückzukehren. Er hat nach mehreren Akten gefragt, aber ich musste ihm das verweigern, weil man diese Unterlagen nur mit einer offiziellen Unterschrift bekommt. Natürlich wirklich schade, aber wenigstens ist das mit der Katze gut ausgegangen. Die haben sie den Schneeschrecken genannt. Wow. Okay, also, ja, ne? Es war der Typ mit der Kapuze, habe ich ja von vornherein gesagt. Der wird wahrscheinlich was anderes sagen. Ständig will hier jemand was. Die meiste Zeit wollen sie nur was, über das sie sich streiten können. Hier kommen alle Arten von Leuten vorbei. Gestern kam hier ein Typ in einer albernen Robe mit einem Holzstab in der Hand rein. Ich habe die Tür zum Archiv abgeschlossen, damit er da nicht reinstürmen konnte. Ich habe ihn gefragt, was er hier will, und er hat gesagt, er wolle nur auf die Toilette. Ich habe ihn da reingelassen, und er hat sein Geschäft erledigt. Im Winter schwillt die Hintertür an. Schwillt? Und schließt nicht mehr ganz. So kann jeder reinkommen. Ist also gut, dass alle Räume drinnen verschlossen sind. Und Finur Olafsson, der Archivar. Wo soll da denn das große Geheimnis sein? Das Büro wurde von niemand anderem als dem fetten, hässlichen Clyde Billups ausgeräumt. Der nervt uns immer und verlangt nach allen Unterlagen im Fall seine Schwester Flora, die wegen Mord an ihrer Schwiegermutter verurteilt wurde. Clyde besteht darauf, dass sie zum Zeitpunkt der Tat von einem Waldgeist besessen war und daher unschuldig sein muss. Ja, brauchen wir uns nicht durchlesen. Da geht's nur um den anderen Typen. Ne? Na gut, okay. Mit seinem Stab gegen die Wand. Schleicht sich durch die Hintertür des Gerichtsgebäudes. Nee, kann nicht sein. Weil hölzerne Splitter wurden im Schloss gefunden. Deswegen scheidet das aus, das scheidet aus. Verlässt das Gerichtsgebäude mit einer halbleeren Kiste mit Akten. Mit seinem Stab gegen die Wand. Der Wachmann, wer war denn der Wachmann? Holstein, ich habe ihn Tür. Ja, da. Der hat den aber nicht bedroht, ne? Naja, okay, da müssen wir auf jeden Fall nochmal neue Sachen uns angucken. Das können wir noch nicht machen. Gut, dann beenden wir noch den Tag. Was haben wir denn noch? Irgendeiner fährt noch zu einem Einsatz? Ermittlung. Ach, wir haben einen neuen Bericht. Neuen Fall. Stimmt, Albträume. Albträume auf der Station. Der Tatort. Okay, na gut, da müssen wir erstmal wieder ein paar Sachen sammeln. So, Percy ist durch. Jameson Hicks. Hill. Mr. Nash, ich habe die Dame die Knie weit... Okay, nochmal. Mr. Nash, ich habe der Dame die Knie weit auseinandergelegt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Um ehrlich zu sein, hat sie mich ganz schön ausgelutscht. Die ist ein Teufelsweib. Natürlich war ihr Mann sauer, aber er hat mir sein Versprechen gehalten. Ich habe die Abhörausrüstung bekommen. Jetzt ist unsere Wache ausgerüstet wie James Bond. Was ist das denn für ein Anfang, Alter? Okay, $500 und Abhörausrüstung. Das Teufelsweib. Ja, der Fletcher. Eigentlich müsste er ja volle Energie gerade wieder haben. Naja, gut. Hauptsache, er baut keinen Unfall. Kann Percy eigentlich verhandeln? Nee, er kann nix. Ah, okay. Tag beenden. 3 Tage übrig. Machen wir morgen. Oder ich weiß nicht, ob wir überhaupt 3 Tage, ob wir 3 Tage wirklich auch warten müssen. Oh, eine Verurteilung. 20, geil. Ja, okay. Ein bisschen Minus gemacht, aber alles gut. 18. Ja, natürlich. Oh, Galiali. Galilali. Galilali. Ja, Galilahi. Die hätte ich gern. Oder hier. Oh. Wer ist er denn? Johnny Depp? Könnte man auch nehmen. Oh. Aliyev 700. Oh, geiler Typ. Geiler Typ. Den könnte man auf jeden Fall sich mal irgendwann holen. Aber leider nicht. Dieses Mal. Zu wenig. Nippel. So, Spurlock ist durch. Der Rest. Mein Stift ist runtergefallen. Okay, Titus ist morgen auch wieder fit.
Okay. Ja, 9 Stück. Bevor wenn 7 kommen, einer wird wieder fit, also 8 sollten wir bestimmt werden am 3. Dezember. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns dann also übermorgen wieder und ja, dann haut erstmal rein. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen. Tschüss.